Ball links raus. Otto, oh, super Ball in den 16er Rille. Und dann steht 1:0 für die Hausherren. Wie? Ja, wie auch immer. Keine Ahnung. Markowitz mit der Riesenmöglichkeit. Mit der Riesenmöglichkeit zum 1:0. Und jetzt trifft Maxi hier zum 1:0 in der 26. Minute für Rille, für den in Klammern außen. Sisu wieder. Lewandowski, Ball abgelaufen, bleibt aber dran. Ne? Salerno auf Lewandowski im 16er. Lewandowski. Und nochmal Lewandowski, und da steht 1:1. Lewandowski, Ausgleich für die Kommune Timmers. Und sie bleiben dran. Jetzt mal Raidens immer noch. Raidens und Yashin, da muss er das erste Mal wirklich eingreifen. Und dann steht es doch 1:0 für Allstars United durch Haider in der Dreh. Noch eine Drehung, dann ist links ein bisschen Raum wieder. Chip in die Mitte und dann Raidens. Wer sonst vorher gesagt? 2:0 Allstars United. Immer noch groß auf Lachs, dann Chubi und dann ist es Iniesta mit dem 1:0, mit dem Pausenpfiff. Es ist ja unfassbar, unfassbar. Es hat sich im Angriff aber schon angedeutet, da war zu viel Platz. Genau, da war zu viel Platz und das reicht Iniesta. Kurze Variante, Markowitz. Dann auf Sisu nochmal und dann kommt der Ball wieder zu Lewandowski und dann ist er drinne. 1:1, 1:1, Comunio Timbers. Lewandowski, ja, es hat sich so ein bisschen abgezeichnet jetzt. Die Timmers ein bisschen mehr Druck auf den Kasten gegeben. Und dann, ja, abgefälscht das Ding. Auch solche Tage überstehen. Ronaldo, immer noch Ronaldo. Im 16er Ronaldo, den quer, Markus dazwischen. Und dann steht es 2:1 für die Hornets durch Lachs, durch El Abpraller. Unglaublich. Immer noch Ronaldo. Immer noch Ronaldo, dann ist das Iniesta rüber, rechte Seite, ab im 16er, immer noch, ab im 16er, die Flanke in die Mitte und dann steht es 3:1, der Deckel ist drauf, Kroos mit dem 3:1, tja, ein verdienter Erfolg.